Ihr möchtet in eurem nächsten Urlaub nach Kroatien fahren und seid auf der Suche nach tollen Campingplätzen direkt am Meer? Da seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch in diesem Video unsere Top 5 aus diesem Jahr. Also bleibt dran, es wird spannend. Hallo, wir sind Heike, Patrick und der kleine Hund. Mit unserem Van bereisen wir ganz Europa. Ihr wollt schöne Plätze sehen? Wir zeigen sie euch. Kommt mit uns. Viel Spaß! Wir beginnen mit Platz 5. Das ist der Campingplatz Kale Beach. Er liegt in Dalmatien in der Nähe von Šibenik und war für uns der Ausgangspunkt zu den Krikar Nationalfällen und in die Winnetou-Schlucht. Die Reisevideos dazu verlinke ich dir hier oben. Der Platz hat ca. 30 Stellplätze und einige Bungalows zum Mieten. Als wir ankamen, war die Rezeption beide Male schon geschlossen. In dem Fall ist es dort aber üblich, sich einfach einen Platz zu suchen und am nächsten Tag sich anzumelden. Es gibt wohl ein Restaurant vor Ort, da waren wir allerdings nicht. Einen Brötchen- bzw. Backwarenshop oder ähnliches gab es in der Zeit, als wir da waren, leider auch nicht. Sanitär war für uns total ausreichend. Einziges Minus, man braucht eventuell ein langes Stromkabel. Unsere 20 Meter haben einmal nicht ausgereicht. Bezahlt haben wir für Wohnmobil und Hund 28,50 Euro. Unser Platz 4 in der Liste. Das ist der 4-Sterne-Campingplatz Savutrica, ganz im Norden Istriens. Es gibt drei verschiedene Kategorien von Stellplätzen. Klassik, Superieur und Premium. Wir standen auf einem Premiumplatz mit direktem Blick aufs Meer. Das Highlight dieses Campingplatzes ist ganz sicherlich der älteste Leuchtturm an der Adria. Dieser ist nur wenige Minuten zu Fuß vom Campingplatz entfernt. Direkt daneben ein ganz tolles Restaurant, in dem wir bei einem traumhaften Sonnenuntergang zu Nacht gegessen haben. Von unserem Platz aus, er hatte die Nummer 54, konnte man abends auch wunderbar den Leuchtturm bestaunen. Es gibt auch einen gut sortierten Supermarkt auf dem Campingplatz, in dem man morgens frische Backwaren kaufen kann. An der Rezeption wird Deutsch gesprochen und es gibt dort auch die Möglichkeit, Euro in Kuna zu wechseln. Wir haben pro Nacht ungefähr 42 Euro bezahlt. Unser Platz Nummer 3. Der 3-Sterne-Campsite Polari, ganz in der Nähe von Rovinj. Er bietet Platz für ca. 1500 Camper, teilweise auch mit Plätzen in der ersten Reihe. Neben einer fantastischen Poolanlage gibt es auch Spielplätze und eine ganz große Spielanlage im Meer. Es gibt mehrere Restaurants und auch Bars. Ebenfalls gibt es hier einen Supermarkt, einen Stand mit frischem Obst und Gemüse und morgens an mehreren Stellen Backwaren. Auch hier wird an der Rezeption Deutsch gesprochen. In die Stadt kommt man entweder mit dem Rad über einen 4 Kilometer langen Radweg oder wie wir mit dem Taxiboot. Für Hin- und Rückfahrt haben wir zusammen 200 Kuna bezahlt, ca. 27 Euro. Außerdem wird dort auch Bootstouren zu den Delfinen angeboten. Wir hatten allerdings Glück und auf dem Weg nach Rovinj haben wir sogar welche gesehen. Die Sanitäreinrichtungen sind teilweise neu und auf jeden Fall immer sehr sauber. Mit der AXI-Karte haben wir dort 22 Euro pro Nacht bezahlt. Unser Platz Nummer 2 liegt auf unserer neuen Lieblingsinsel Korčula. Es ist der Port 9 Camping. Er ist ein ideales Urlaubsziel in der Region Dalmatien für Familien und Urlauber, die Sonne, Meer und Strand suchen. Der Campingplatz hat alles in Reichweite. Restaurants, Bars, Schwimmbäder, Sportaktivitäten und auch Kinderspielplätze. In 25 Minuten ist man zu Fuß in der Stadt oder auch hier mit dem Taxiboot für 15 Kuna. Überall verstreut auf dem Campingplatz findet man Bars und Restaurants. In 5 Minuten ist man zu Fuß an einem Supermarkt. Sanitär ist ebenfalls sehr neu und auch immer sauber gewesen. Diese traumhafte kleine Bucht, in der wir standen, hat uns wirklich sehr gut gefallen. Das Wasser ist kristallklar und lädt auf jeden Fall zum Schwimmen ein.
Pro Nacht haben wir hier 28 Euro bezahlt. Und finally unsere Nummer 1. Sie liegt bei Pula und es ist der 3-Sterne-Campingplatz Arena Stoja. Es gibt über 700 Stellplätze und derzeit wird auf einem Platz eine große Anlage neu errichtet mit Mobilhomes. Wir hatten einen Logeplatz direkt am Meer und auch hier dieses kristallklare Wasser. Auf dem Platz gibt es einen Supermarkt, ein Restaurant und eine Bar. Super praktisch ist auch die Bushaltestelle direkt vor dem Eingang. Wir sind hier mit dem kleinen Hund ohne Probleme nach Pula gefahren. Die Fahrt hat 15 Kuna gekostet pro Person. Sanitär sind auch teilweise neu und immer sauber gewesen. Ich glaube, hier sprechen die Bilder für sich. Wir hoffen, euch ein wenig Informationen über die für uns schönsten Plätze gegeben zu haben. Schaut doch gerne mal in unsere Playlist von Kroatien, dort seht ihr alle Plätze nochmal ausführlicher. Und schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche Plätze ihr so empfehlen könnt. Vielleicht bekommen wir ja noch einmal so einen schönen Geheimtipp wie die Insel Korčula. Wir wollen auf jeden Fall nochmal nach Kroatien und freuen uns über alle Tipps von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Bye bye! If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper.